Was? Na toll. Warte, warte, warte. Na großartig. Ah, ah, hier bist du tot. Na, warte, warte. Boah. Boah. Toll. Alter, ich bin tot. Nein. Scheiße. Yeah, ich wurde wiederbelebt. Geil. Ich bleibe aber noch hier drin. Was hat mich das jetzt genau gekostet? Ich speichere mal gerade. Irgendwas hat es das doch bestimmt gekostet, oder? Sind die Scheißdinger noch aktiv? Nee. Ich höre auch noch den Sound hier irgendwie. Okay, warte, wir kaufen uns zwei E-Spritzen. Ist doch zum Heulen. Ah, ich glaube, Geld hat uns das gekostet, kann das sein? Und ich glaube, wir können auch nur im Vita Chamber wiederbelebt werden, wenn wir noch Kohle haben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Naja, okay. Oh, da kommt der Big Daddy, kann das sein? Ich speichere gerade nochmal. Entschuldigung. Ich nutze die Zeit nur, um mir was zu trinken einzugießen. Haha, das ist nämlich der Problem. Speicher. Nehmen wir nur einen Spaß. So, pass auf. Ich höre doch diesen verkackten Big Daddy die ganze Zeit. Wo ist der denn? Danke, Mr. B. Hä? Danke für Mr. B. Guck mich doch verarschen. Okay, da geht's nicht an. Ach, wir sind jetzt gerade wieder da lang gegangen, wo wir vorhin auch waren, oder? Oh, hi. Was denn? Du Arsch. Du. Ich denke nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an das nicht. Kommt eine Mutti. So. Oh Mann! Hey! 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 Mit den Worten, die bleibt aber stehen. Nur an dich selbst begonnen. Scheiße, Mann. Ernst, Mann. Diese Verkehrung der Boah, was für eine Mutti, ey. Ist es, die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Oh Gott. Oh, dieser scheiß Husten, ey. Ja, bist du doch echt bescheuert. So, pass auf. Okay. Wahrscheinlich, wenn diese Folge hier kommt, bin ich gar nicht mehr erkältet, aber naja, das bist ja eh nicht. Oh. Okay, wir gucken mal, was wir vielleicht noch Eve-Dinges kaufen können. Willkommen im Zirkus 19. Na komm. Ich will eigentlich nicht das ganze Geld dafür raushauen, aber. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Thuggish Splicer, ja, du mich auch. Oh! Da ist die Schrot. Oh, warte, ich wusste es ganz genau. Wir speichern. Hä, warum schießt der denn immer, wenn ich speichere? Ich hab die Maus gar nicht in der Hand gehabt. Hä? Unhöflich, unflätig, und tot. Und tot. Alter, Alter. Muttis, bleibt mal locker. Ich kann auch nichts dafür, dass euch der Kindergeburtstag nicht gefallen hat. Alter. Nur weil ich die Schrotflinte mitgenommen habe, ist das euer Ernst? Glaube ich jetzt aber, oder? Du bist einfach wunderschön. Mutti, du bist wunderschön. Ich liebe sie. Boah, die sehen echt unheimlich aus, die Weiber hier, ne? Was kann ich dir sagen, ey? Okay. Ah, das ist wieder der Vita-Chamber. Es kostet aber auch nicht... Es steht aber nicht dabei, wie viel das kostet, ne? Oder kosten die gar kein Geld? Natürlich. Okay, wir müssen da lang. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Und ich speichere nochmal. Jo. Gibt's eigentlich auch eine Schnellspeicherung?
Vielleicht auch mal nicht schlecht, die zu nutzen, ne? Warte mal, ich guck mal gerade. Steuerung, Ansicht invertieren, Empfindlichkeit, Steuerung anpassen. Achso, weiter? Nein. Ne, dann lass, dann scheiß drauf. Kommentar des Regisseurs. Ach ja. Das ist ja cool. Wo findet man den? Ah ja, ich höre eine Kamera. Ich glaube, ja. Alter! Was war das denn? Alter! Okay, 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 du zwingst mich das. Nein! Mann! Jetzt geht das scheiß Ding nicht auf. Oh, toll. Okay, keine Ahnung, wo ich den Schlüssel finde. Lass es! Und da kommen wir auch nicht rein, ne? Nee. Toll, das war voll sinnlos. Ich lade nochmal. Und nein, das hat nichts mit Cheaten zu tun. Ich lade ja nur etwas vorher, war nicht? Kannst du immer noch den Chinesen werfen, um mir weg auf deine Feinde zu werfen. Ach, das geht auch. Ach, nice. Okay. Also da brauchen wir schon mal nicht hingehen. Wir brauchen diesen komischen Schlüssel. Tolle Wurst, ey. Hey. Hacken. Hacken. Hacken, hacken, hacken. Hey, ich hacke sogar. Das macht doch so Spaß, das Hacken hier, ne? Spaß. Das hier, dann braucht man das hier, dann braucht man das hier. Und dann braucht man das hier noch. Und dann da und da. Wunderbar. Jetzt heilen wir uns aber gar nicht. Voll Gangster, ey. Hey. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. Die Deutschen. Die konnten nur an eins denken. An blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Tja. Ich glaub's nicht. Oh, ein Save. Was? Nö, nicht schon wieder so ein Ding, ey. Kann man das direkt ändern? Ja, geil, das geht tatsächlich. Okay, das hätten wir vielleicht vorhin mal machen sollen. Da-da-da-da. Hallo und herzlich willkommen bei Historic LP. Wir sind der Sender mit jeder Menge klassischer Musik und diplomatischen Witzen auf Niveau eines 60-Jährigen in Rente. Oh ja. Kommt eine Frau beim Arzt. Das war wirklich niveauvoller Humor. Hier bei Historic LP FM. Schalter für Ballmaschine. Hey, da ist was. Telechinese. Sag mal. Hey, da ist er. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telechinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Also Shong ist ein richtiger Experte. Oder wie darf man das verstehen? Schalter für Ballmaschine. Hey, da ist der Ball. Wie nice. Okay, pass auf. Wir schnappen uns einfach mal Telekinese. Neues Plasmid, Telekinese. Du hast keine Slots mehr und musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots in einem Gatherer's Garden kaufen. Ersetze Plasmide durch... ersetze Plasmide können bei einer Genbank neu ausgerüstet werden. Oh nein. Scheiße jetzt. Ich würde gerne... Warte mal, kann ich nicht... Nee, da geht nicht. Shit. Okay, dann machen wir Abfackeln erstmal weg. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Halte links gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse links los, um sie zu werfen. Oder drücke V, um sie fallen zu lassen. Halte gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. Okay. Ist das nicht ein Gatherer's Garden hier?
Da müsste ich doch hier theoretisch gesehen was kaufen können, oder nicht? Toll, geht aber nicht. Okay, das Ding scheint auch kaputt zu sein, so wie es aussieht. Okay, warte, wir machen mal Telekinese. Ah ja. Nice. Hey, da oben ist was. Oh, Geld. Was war das andere? Schrot. Nice. Provisorische Ballmaschine. Okay. Ist aber nicht schlecht. Kann man hier rein? Ah ja. Nee, aber raus. Okay, was haben wir mit dem Hammer schon untersucht, ne? Scheiße, es war Fackeln nicht mehr drin. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Hey, erstmal eine Schmocken, Alter. Haben wir hier noch was vergessen? Aha. Sieh mal einer an. Kartoffelchips. Wer zum Teufel pfeift denn da die ganze Zeit? Das ist ja fürchterlich. Das ist ja nicht mal... Das hört sich halt nicht mal gut an, weißt du? Okay, warte. Was war hier? Das will ich haben. Wrench Chocolate. Alter. Mal ganz close bei der Birne, ey, ganz ehrlich. Aber warte mal, müsste ich nicht eigentlich... Haha. Komm her. Scheiß Ding. Hier war doch gerade einer, oder? Hier ist irgendwo eine Kamera. Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil kein Cash? Schweine! Hä, wo ist die jetzt hingegangen? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß, wo die alte hin ist. Hallo. Hacken! Komm, wir hacken dich! Ah, warte, vielleicht können wir das hier direkt abfangen und können direkt hier runtergehen. Das wäre nämlich toll. Toll wäre das. Ich wäre sehr erfreut darüber, wenn das gehen würde. Nee, das ist es nicht, das hier gebrochen war. Ach, guck mal, perfekt. Das ist für die 70. Oh, ne, ich spritze. Okay, ihr wisst, was jetzt kommt. Come on, this is a little safe. Medical Pavilion. So. Okay, das haben wir. Haben wir noch irgendwas gehabt, wo ich noch nicht war? Ah, hier, siehst du, da war auch was. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn. Weil sie dazu neigt, die Probanden... Fester! Sieh ihn fest! Fester! Fester! Okay. Das hat sich auf jeden Fall sehr gesund angehört. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Neues Tonikum Wrench Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit einem beispiellosen Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Okay, so ein grünes Tonikum haben wir noch nicht, deshalb nehmen wir das mit. Ta-ta-ta-ta-ta. Wunderbärchen, ne? Wunderbärchen. Oh, willst du das haben? Kriegst du nicht. Aber ich hole mir das jetzt. Yeah. Geil. Danke für die Info aber, ne? War echt nett von dir. Alleine hätte ich das wahrscheinlich wieder übersehen. Jeder Let's Player sollte einfach so einen Splicer bei sich haben. Dann vergisst man auch garantiert nichts. Ist einfach so. Toll. Verbandskiste kann ich mitnehmen. RKW-Geschütz. Was haben wir da noch? Nichts. Okay. Dann halt eben nicht. Was war das? Ah. Panzerbrechende Munition. Das ist gut für die Big Daddies, glaube ich. Und da haben wir auch noch ein bisschen Panzerbrechende.
Deutet das etwa darauf hin, dass wir bald den ersten... Ha, haben wir da schon? Ne. Dass wir bald den ersten Big Daddy bekämpfen müssen? Ich glaube fast schon ja. Es ist Todd für den... Entschuldigung. Ja? Ist meine. Ich hätte nie gegessen. Tut mir echt leid. Mutti, aber ich hab die gegessen. Die hat aber so gut geschmeckt. Okay, da waren wir gerade, ne? Ja, oder gehen wir hier wieder lang? Oh! Hi! Nein! Fuck! Ach, Mann, das hätte ich wissen müssen. Verdammte Scheiße. Tony, wo bist du? Tobi hat's verschissen. Okay, ich speichere nochmal. Warum macht er das immer? Warum? Immer wenn ich speichere, setzt er das diese Fähigkeit da nochmal ein. Ich verstehe das nicht. Es ist ein Verbrechen, was ist das denn? Ah, toll. Warte. So. Guck mal her. Hä? Wo ist er denn jetzt? Dann werf mal her da. Und, hast du schon nachgedacht? Sag doch mal. Das war nicht gut. Hast du schon nachgedacht? Hey. Hey. Achso, du lebst ja immer noch. Hast du schon nachgedacht? Okay, nur zu. Du kommst so. Okay, ich glaube, er ist tot. Ach, warte mal. Ja, ja. Hab ich's auch verstanden. Okay. Hey, du Arsch. Ciao. Geh jetzt. Was ist das denn? Hallo? Hey, lebst du noch? Oh. Also wenn gerade keiner zuguckt, dann... Okay, jetzt nicht mehr. Ne. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie... Was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinmann. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Naja, warte mal. Kannst du gleich was gegen die Symmetrie unternehmen? Ich habe gerade andere Probleme. So. Müssen wir denn hin? Ach, da unten. Okay. Oh mein, das ist doch easy going. Das ist gar kein Problem. Komm, achso. Komm down a little bit here. So. Okay. Erhebet euch, Maschine. So, jetzt mitkommen. Ach, toll. Warte, warte, warte. Ich muss ja mal kurz durch. Oh, das ist schwer. Warte mal. Ja. Nice. Ja, es war mir gerade ein bisschen zu schwer. Ist da wohl eine Kamera? Ah ja, okay. Da ist tatsächlich eine Kamera. Ja, ist hier. Oh mein Gott! Schrotflintenmunition und ein Verbandskasten ist durch ein Träumchen. Hey, was ist das denn? Statische Entladung. Neues Tonikum. Wenn du getroffen wirst, was? Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Geil. Hammermäßig. Und noch ein Kuchen mit Cremefüllung. Na, das ist doch mal was. Darauf muss ich erstmal eine Runde speichern. Ach, da bin ich aber jetzt glücklich. Durchsuche Behälter nach Beute. Was? Suche Behälter nach Beute. Oh, fuck. Okay, warte mal. Okay, warte.
Nein! So. Oh ja, hier mit, die müssen wir dringend platt machen. Hier gibt es nämlich so viel Kram. Wo müssen wir hin? Da unten. Okay, warte, das machen wir natürlich umgehen. Und zwar gehen wir einfach direkt da runter. Zack. 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 Und. Warte, warte, warte. Welches brauchen wir? Nein. Das hier brauchen wir. Hey! Sehr gut. Okay, den Safe, den hacken wir gleich. Die Kamera arbeitet jetzt für uns. Da haben wir noch panzerbrechende Pistolenmunition. Was haben wir hier noch so? Oh, das ist ja lecker. Schöne Knochensäge. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur... Na, warte. Wir speichern gerade. Open mind for a different view.